Raf Camora ist drauf. Ach, echt jetzt? Ja, ich habe gehört. Alter, krass. Krass. Oh, super Typ, könnt Alter. Ihr beide auch. Der Song heißt doch Allora. Das heißt auf Italienisch also. Und an der Stelle auch nochmal echt einen herzlichen Dank an Raf Camora, der zwischen Tür Boss. Und Angel. Mein eigener Boss. Zwischen Tür und Angel, zwischen Tokio und Brasilien und was weiß ich, wo schickt er mir seinen Part, Alter. Hätte nicht machen müssen bei dem Stress, so, weißt du, ich meine? Echt super Typ, ich feiere den Song auch übertrieben. Habt ihr italienisch gerappt? Nein. Italienische Hook? So aber so ein paar italienische Wörter eingebaut. Super Typ. Echt einer der realsten und coolsten im ganzen Game, Alter. Egal, wie lange man sich nicht gesehen hatte oder egal, wie weit oben er ist, egal, wie weit unten man ist, der ist einfach immer so zu dir, wie er, wie eigentlich auch ein Mensch sein sollte, so mehr oder weniger. Aber das Ding ist auch, ich sag dir auch, woran das liegt. Woran das auch liegt. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Alter. Weil guck mal, er hat jetzt 10 Jahre gestruggelt, ist jetzt am Start und ist jetzt unglaublichen Erfolg. Aber du bist ja schon gewachsen im Kopf und du weißt ein bisschen auch damit umzugehen. Weißt du, wenn du jetzt, guck dir die Rapper an, die heute, weiß ich, 2022 sind und plötzlich da abgehen, die drehen ein bisschen ab. Ich meine, das war schon immer so, ist bei allen Stars, so Schauspieler, die ist das. Ja, ich verstehe das auch. Guck mal, desto mehr driftet man ab. Halt du bist jung, plötzlich jeder will dein Eier lecken, dann denkst du auch wirklich irgendwann, ich bin der Boss. Mäßig, ja, Mann. So, aber es gibt nur einen Boss.